Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video von mir. Ja, endlich habe ich wieder ein bisschen Zeit und Energie, etwas zu machen. Und ja, ich habe jetzt einige Male Ashes wieder gespielt, und zwar das neue Solo-Koop-Add-on Red Reigns. Ja, Ashes, seht ihr hier, das Grundspiel habe ich, glaube ich, auf meinem Kanal noch nie vorgestellt. Keine Ahnung warum. Ja, zählt zu meinen Lieblingsspielen, was Kartenspiele anbelangt. Ja, da habe ich natürlich einige, aber das zählt, oder sagen wir mal, zu meinen Top-Titeln dazu. Ashes hat eine eigene Spielweise, was das betrifft. Du bezahlst deine Karten mit Würfeln, du hast Beschwörungen, die du mit Zauberbüchern hervorrufen kannst. Du hast einen tollen Deckbauaspekt, ja, du hast 10 Würfel, und je nachdem, welche Karten du reingibst, hast du unterschiedliche Würfelfarben dann auch noch quasi zur Verfügung, mit dem du deine Karten aktivieren musst. Das heißt, da muss man auch genug oder gut überlegen, wie man das macht. Und ja, also das ist ein richtig cooles PvP-Spiel von Blade Head Games. Hier steht 2 bis 4 Spieler. Ja, ich habe das Spiel eigentlich nur zu zweit gespielt. Zu viert habe ich es noch nicht probiert, will ich auch gar nicht. Für mich ist es ein astreines Zweier-Game, definitiv. Ja, und jetzt gibt es eben hier die Solo-Koop-Erweiterung, und die musste ich natürlich haben, ja, Red Reigns, und hab mich da ein bisschen informiert. Das hat sich ganz gut angehört. Ja, das Ganze ist auch nicht ganz günstig. Und was wäre denn cooler, ja, wenn man Ashes auch solo spielen kann und die Mechanik genießen kann? Ja, und darum gibt es eben jetzt hier dieses Video. Da kann ich euch zeigen, wie Red Reigns funktioniert. Was bekommt ihr da, wenn ihr euch das kauft? Und als Bonus dazu noch werde ich euch am Anfang, ja, grob erklären, wie Ashes generell funktioniert. Ja, darum dauert das Video natürlich auch länger, weil ich euch hier einiges sagen will dazu. Wir gehen nicht in die Tiefe der Mechaniken, ja, aber so, damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie funktioniert es, denn das braucht ihr auch, damit man hier ein bisschen Red Reigns verstehen kann. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken dieser Rezension. Gleich vorweg, ich finde, oder dieser Vorstellung, generell vorweg, ich finde diese Erweiterung super. Ja, man hat einen klassischen Bot mit ein paar coolen Ideen erzeugt, der wirklich super mit dem Spiel interagiert, konnte ich mir gar nicht so vorstellen, aber das funktioniert wirklich sehr gut und macht riesig Spaß. Aber dazu dann im Fazit mehr, wo ihr dann auch hoffentlich dabei seid. Ja, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Spieltisch und gucken wir mal an, was das Ganze drauf hat. Bis gleich. So, willkommen am Spieltisch, und wie ich eingangs schon erwähnt habe, werde ich euch kurz mal zeigen, wie Ashes im Generellen funktioniert. Wie gesagt, keine vertieften Regeln, nur damit ihr wisst, wie das Grundspiel von Ashes ungefähr, ja, sich spielen wird. Ja, Ashes ist ja von Grund auf eigentlich ein PvP-Spiel, und dann ist es einfach wirklich total simpel gemacht. Man hat Phönixborn-Magier, ja, das ist zum Beispiel hier Brennan Black Cloud, so ein Phönixborn. Also jeder Spieler wählt sich einen Phönixborn. Und wenn ihr euch hier mal meine Box anguckt, ja, die ist randgefüllt mit vielen verschiedenen Phönixborns. Also ich habe fast alle, glaube ich. Und da wählt man einfach mal, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, das Standarddeck. Ja, jeder Phönixborn hat auch ein Standarddeck dabei. Sieht zum Beispiel so aus, eine ganze gesleevte Packung hier, und wählt das Deck erstmal. Ja, ihr könnt das Deck natürlich auch modifizieren. Das heißt, wenn man das Spiel besser kennt, ja, dann kann man diese Decks natürlich nach eigenen Vorlieben anders umgestalten. Ja, dann seht ihr hier das Deck, unseren Phönix Magier. Dann haben wir eine Übersichtskarte mit einer Nebenaktion drauf und die Würfelsymbole für die Würfel, die ich gewählt habe. Denn es kommt auch darauf an, wie ich mein Deck zusammenstelle. Bei diesem Standarddeck, das ich nur mit ein paar neuen Karten modifiziert habe, benutze ich nur schwarze Würfel. Das kann man dann hier an diesem Symbol erkennen. Ich hoffe, man erkennt es im Licht. Hier oben, ja, dieser Teufelkopf hier, das ist der schwarze Würfel. Dann hat man so einen Pool aus 10 Würfeln, und diesen 10-Würfelpool kann man dann mit unterschiedlichen Würfelfarben dann eben modifizieren, basierend darauf, welche Karten ihr gewählt habt. Ich zeige euch das mal kurz, auch in der Anleitung von Red Reigns
sind hier die verschiedenen Aspekte hier abgebildet, die Würfelfarben hier. Ja. Und da könnt ihr dann nach Belieben eure Würfel zusammenstellen. Habe ich zum Beispiel jetzt eine Karte mit grünen Aspekt, ja, dann könnte ich auch grüne Würfel hinzufügen. Wie viele ich aber hinzufüge, ja, das muss ich dann selber wissen. Wie viele Würfel nehme ich, für wie viele Karten habe ich dann im Deck. Ja, also diese Balance, die muss man dann selber finden. Das ist schon mal ein sehr cooler Deckbau-Aspekt. Ja, und dann ist es generell so, ihr versucht grundlegend den anderen Spielern natürlich, den Phönixborn, seine Leben auf Null zu bringen. Ja, wir haben hier zum Beispiel 18 Leben bei diesem Phönixborn. Und wenn der keine Leben mehr hat, logischerweise, dann hast du verloren oder eben gewonnen. Ja, und jetzt haben wir eigentlich einen ganz simplen Rundenablauf. Ja, das heißt, wie gesagt, ich gehe nicht zu sehr ins Detail, aber es spielt sich dann so, man hat 5 Karten auf der Hand, die bekommt man. Und dann ist es immer so, man hat eine Hauptaktion und eine Nebenaktion. Ja, und da gibt es natürlich, wie ähnlich wie in Magic, auch unterschiedliche Kartentypen. Es gibt Aktionssprüche, die spielst du aus, wirken einmal, sind dann meistens weg. Dann gibt es Verbündete, die kann ich ausspielen, liegen dann einfach vor mir aus, mit denen kann ich dann angreifen oder blocken. Und diese ganzen Karten hier kosten Würfel. Das heißt, am Anfang der Runde würfle ich meine Würfel, der kommt weg, und dann seht ihr hier meinen verfügbaren Würfelpool, mit dem ich dieser Runde diese Karten bezahlen kann. Möchte ich jetzt zum Beispiel hier den Fire Archer spielen, dann müsste ich hier eine Hauptaktion ausgeben. Ihr seht hier Hauptaktion und dieses Messer hier. Das heißt, ich gebe hier dieses Messer weg in den Erschöpft-Pool und spiele den Fire Archer aus. Und dann hat er gleich einen Effekt. Wenn er ins Spiel kommt, dann kann ich einen Schaden auf einen Target Phoenixborn machen. Ja, das heißt, einen anderen Spieler kann ich dann seinem Chef einen Schaden zufügen. Also so ist erstmal grundlegend der basierende Spielablauf. Ihr seid immer abwechselnd an der Reihe. Also wenn ihr euren Zug abgegeben hat, ist der andere Spieler dran. Ihr spielt das rundenbasierend und ihr habt in euren Runden unendlich viele Züge, so lange bis beide Spieler gepasst haben. Und in jedem Zug, in dem du dran bist, hast du eben eine Hauptaktion oder eben zusätzlich eine Nebenaktion. Das ist dieses Sternchen hier. Ja? Eine Hauptaktion muss man immer durchführen. Also, wenn du keine Hauptaktion machen kannst, musst du eben passen. Wir könnten aber auch hier zum Beispiel als Nebenaktion hier das durchführen, was hier auf der Übersichtskarte steht. In diesem Fall kann ich meinen Abwurfstapel nach einer Einheit durchsuchen, muss aber meinem Phönixmagier einen Schaden zufügen. Genau. Und so funktioniert das grundlegend. Ja, der Gegner ist dran, spielt Karten aus und da gibt es natürlich wie in Magic auch unterschiedliche Fähigkeiten, was du mit allen Zaubern und so weiter und Einheiten durchführen kannst und Kombinationen auch im Verbund mit deinem Phönixmagier. Genau, und eine Besonderheit in dem Spiel ist ja auch nicht nur das Bezahlen der Karten mit den Würfeln, sondern wir haben ja auch diese Evocations hier, diese Beschwörungsbücher. Ihr habt schon gesehen, hier liegt ein Schreckgespenst und ich habe diesen Deck, also pro Karte darfst du, glaube ich, 3 gleiche Karten in dem Deck haben. Und da kannst du dir auch solche Beschwörungsbücher zulegen. Ja, das muss ich natürlich erst ausspielen, kostet mich eine Hauptaktion. Dann spiele ich das Buch aus, ist eine bleibende Karte. Und fortan kann ich als Hauptaktion diese Karte erschöpfen, gebe 3-mal Messer aus. Und dann darf ich so ein Schreckgespenst beschwören. Ja, das ist das Coole an dem Spiel, weil wenn das Schreckgespenst stirbt, dann kommt es wieder zurück in den Evocation-Stapel. Ja, das ist ja eine Beschwörung, die löst sich wieder Luft auf, thematisch gesehen. Und ich könnte sie dann, wenn die Karte nicht erschöpft wäre, könnte ich es wieder beschwören. Ja, aber in der nächsten Runde, die hast du nicht auf der Hand, könnte ich das dann natürlich wieder beschwören. Also das ist cool. Du kannst auch diese Bücher verstärken. Ja, wenn du dann noch ein Buch drauf spielst, bekommst du dann einen zusätzlichen Effekt, einen Steigerungseffekt. Da kannst du dann noch was machen. Kannst deinen Erschöpfungsmarker von einem Schreckgespenst unter deiner Kontrolle entfernen. Genau. Also ihr seht hier auch,
dieses Erschöpfungssymbol. Und wenn man eine Karte erschöpfen muss, dann gibt man auch seinen Erschöpfungsmarker drauf. Heißt, ich kann für diese Runde diese Karte nicht mehr verwenden. Ja, so auch beim Phönixborn, der hat auch eine Fähigkeit, kann ein Schwert ausgeben, muss den erschöpfen, kannst eine Einheit von dir zerstören, um 2 Schaden auf einen anderen Phönixborn zu machen. Zum Beispiel bei ihm. So viel dazu. Dann habt ihr die Möglichkeit anzugreifen. Ja, als Hauptaktion habe ich jetzt die Möglichkeit, ich zeige jetzt mal auf ihn, weil er zählt ja auch als Phönixborn, wir sind immer noch im PvP-Spiel. Als Hauptaktion könnt ihr mit beliebig vielen Einheiten den anderen Spieler angreifen oder ihr könnt mit nur einer Einheit eine gegnerische Einheit angreifen. Ja, das heißt, ich wähle meine Einheit Fire Archer, greife den hier vom Gegner an und ja, der kann dann mit seinen Effekten, die er hat, zum Beispiel gibt es den Guard-Effekt, mit dem kann er dann diese Einheit beschützen und die kämpfen dann zum Beispiel. Oder er könnte auch mit seinem Phönixborn entscheiden, diesen Angriff wegzublocken. Ja, das heißt, ich greife hier an, der andere sagt, okay, er nimmt seinen Phönixborn und blockt mit dem. Das Coole daran ist, auch wenn der Phönixborn erschöpft ist, ja, kannst du mit ihm blocken, dafür musst du ihn aber dann tappen. Also solche Möglichkeiten hat man dann und das Witzige daran ist auch, die Einheiten fighten immer gleich gegeneinander. Das heißt, er macht auf mir Schaden, ich mache auf ihn Schaden und dann entweder sind wir beide weg oder eben nur einer. Ja. Denn die Einheiten haben hier Lebenspunkte, ja, hier Lebenspunkte, Angriffswert und Recovery. Könnt ihr jetzt durch diese alten Sleeves nicht sehen, hier Recover. Das heißt, jede Runde würde er ein Leben generieren. Macht keinen Sinn bei ihm, aber wenn du ihn buffst, dann ist es natürlich dann cool, dass er sich heilen kann. Ja, das heißt, Angriff als Hauptaktion, dann ist der Gegner wieder dran. Und das macht das Ganze auch sehr strategisch, sage ich schon mal, ja, denn du kannst ja angreifen und hättest jetzt noch eine Einheit raus, da weiß der Gegner jetzt nicht, ja, greift er mich an oder greift er mich nicht an, denn wenn er mit seinen Einheiten was macht, muss er sie auch meistens erschöpfen. Ja, und dass sich beide immer Schaden zufügen, wird der Blocker natürlich auch erschöpft, ja, was auch eine taktische, strategische Komponente ist. Das heißt, Ashes ist in der Hinsicht wirklich sehr cool gemacht. Da muss man schon wirklich gut überlegen, wie man seine Einheiten benutzt. Vor allem will man ja auch Schaden auf seinen Phönixborn vermeiden. Genau, und das geht so lange, bis beide gepasst haben. Und am Ende der Runde wird wieder ein Erschöpfungsmarker von einer Karte entfernt. Man kann ja auch mehr haben. Dann kann man Handkarten, die man nicht haben will, einfach nur abwerfen und zieht dann wieder auf 5 Karten auf. Man hat noch die Möglichkeit, Würfel zu manipulieren. Es gibt eine Nebenaktion. Ja, da kannst du meditieren, wirfst eine Karte ab und kannst, also in deiner Runde, in deinem Zug, kannst du den Würfel um eine Stufe höher drehen. Das Coole daran ist auch, du kannst mit höherstufigen Würfeln, niedrigerstufige Aktionen bezahlen. Das sehen wir hier. Ja, das ist die Stufe der Würfel, oberste, mittlere, unterste Stufe. Man kann auch eben die untersten Stufen mit höheren bezahlen, logischerweise. Ja, und Handkarten abwerfen, Würfel drehen geht natürlich auch. So viel jetzt zum Grundregel des Spiels und das geht eben so lange, bis ein Phönixborn ins Gras beißt. Jetzt kommen wir zu Red Reigns. Jetzt habt ihr schon mal gelernt, wie das Spiel funktioniert und dass der Rundenablauf ist eigentlich genau gleich, als würdest du gegen einen menschlichen Gegner spielen, was deinen Spielbereich anbelangt. Jetzt ist es so in Red Reigns, seht ihr hier den Spielaufbau. Ja, wir haben hier ein schönes Tableau. Da haben wir natürlich den Boss. Der Boss hat unterschiedliche Levelanforderungen. Du kannst das Spiel entweder in einer Art Kampagnenmodus spielen, wo man einfach nur diverse Levels immer abarbeitet oder einfach One-Shot. Du wählst hier einen Level aus, hier Standard-Level One-Player, der hat da 30 Leben, drehen wir die Karte um. Dann hat das Standard-Level 1 für 2 Spieler 60 Leben. Ja, wir spielen ein Spieler, Standard-Level 1, also das Niedrigste eigentlich. Und da gibt es dann natürlich noch Standard-Level 2. Dann gibt es noch Heroisch-Level 3, Heroisch-Level 2 und Heroisch-Level 1. Ja,
und so weiter und so fort. Also da kann man schon ein paar verschiedene Stufen wählen. Der Unterschied ist auch, man sieht hier, mit wie vielen Gegnern der Phönixborn ja da unten auch beginnt. Ja, wie viel hat der immer in seiner Auslage dann liegen? Das ist nur, der Phönixborn, sage ich, der Endgegner. Oder in diesem Fall die Chimera. Aber dazu dann gleich mehr. So, dann gibt es im Spiel zwei Aspekte. Das heißt, man kann auch das gegnerische Deck modifizieren. Wir haben hier ein Deck mit Fury-Aspekt und ein Deck mit Shadow-Aspekt. Ja, und da gibt es jetzt drei unterschiedliche Modifikationen, wie ihr das spielen könnt. Das heißt, entweder wählt ihr, wie von der Kampagne vorgeschlagen, den vorgegebenen Spielaufbau, oder ihr könnt euch selber ein Deck zusammenstellen aus diesen Karten. Und es sind immer eine gewisse Anzahl an dieser einer Blutstropfen oder zweier Blutstropfen dran. Ich weiß jetzt die Anzahl nicht genau. Und dann ist es immer so, ich könnte jetzt zum Beispiel, ich glaube 10 Karten sind so, also einer Blutstropfen von Fury nehmen und die zweier Blutstropfen hier von Shadow Aspect zum Beispiel. Ja. Wenn ich es aber ganz crazy haben will, könnte ich auch alle Karten zusammenmischen, ziehe die geforderte Anzahl für den Spielaufbau, ja, mische einfach alles zusammen, was auch ein bisschen Imbalance zum Beispiel dann hervorrufen kann. Aber das ist wirklich der lustigste Aspekt dann, ja, und versucht dann gegen den hier zu gewinnen. Also da gibt es auch drei verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. So, habt ihr das Deck generiert? Baut ihr noch die Auslage für der Gegner für den Chimera aus? Das sieht man dann hier an der Karte. Also wir haben hier einen Blutstropfen, zwei Blutstropfen, hier zwei und zwei. Das heißt, hier müssten wir theoretisch noch einen Zweier liegen haben. Ich habe nur etwas vorbereitet und darauf nicht geachtet. Ich zeige euch den Gegner dann später. Ja, das heißt, das wäre hier der Spielaufbau für den Anfang. Ja, dann gibt es auch einen Startspielermarker. Den habe ich nicht ausgepackt. Nehmen wir mal diesen Deckel hier. Ich beginne das Spiel und mein Ziel ist es jetzt eben hier, diesen Chimera zu legen. Bevor ich es vergesse, wir haben ja noch zusätzliche Karten. Das heißt, wir haben hier Verhaltenskarten und wir haben hier Ultimate-Karten. Die Verhaltenskarten sind eigentlich eine klassische Würfelaktivierungsmechanik. Ihr seht hier Zahlen von 1 bis 2, 3 bis 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12. Wenn der dran ist, würfeln wir und dann schauen wir, was er macht. Phase 1, ja, da gibt es Phase, das geht dann bis zu Phase 3. Auch bei der Ultimate, ja, zeige ich euch dann, wie das getriggert wird, gibt es drei verschiedene Ultimate-Karten, Phase 1, 2 und 3. Und dann haben wir hier noch die Rage-Die, die kommen dann später, werden die hier in diese Slot gesetzt und dann kann man das Spiel eigentlich beginnen. So, wie gesagt, unser Ziel ist es, den Chimera zu bezwingen. Ja, und wie funktioniert es jetzt generell? Von Spielerseite aus gesehen, ja, läuft es ab, wie genau, wie so wie ich es euch vorher erklärt habe. Ja. Ich mache hier meine Züge, spiele meine Einheiten aus, spiele meine Karten aus, mache meine Turns, greife Gegner oder Chimera an und dann, wenn ich fertig bin mit meinem Zug, ja, ich gebe meinen Zug ab, ist der Chimera an der Reihe. So, und wie der jetzt funktioniert, schauen wir uns an. Folgendes passiert jetzt. Die Fatigue-Karte gehört noch darunter. Jetzt kommt es darauf an, hat der verdeckte Gegner oder verdeckte Diener, sage ich jetzt mal, noch vor sich liegen oder hat er keine verdeckte Diener vor sich liegen? Ja. Hat er welche vor sich, wie in diesem Fall, würfelt er als erster einen Rage-Die. So, der wird gewürfelt, hat jetzt quasi eine 0 angezeigt. Gehen wir jetzt davon aus, dass er hier einen Red Rains Token zeigt, wird der hier hineingesetzt. Der Sinn dieser Würfel ist ganz einfach. Wir haben hier einen Ultimate-Wert. Ja, das ist der hier, der Ultimate-Wert. Und der sagt, wenn er drei Red Rains Tokens auf sich liegen hat, ja, dann passiert Folgendes, er führt seinen Ultimate durch, ja, und kommt dann in die nächste Phase.
Und wenn diese Würfelreihe jetzt voll wäre mit Red Rains Tokens, mit Red Rains Würfel, dann würden die resettet und er bekommt einen Token dazu. Also ganz wichtig, wir müssen auch darauf achten, der Gegner versucht auch diese Red Rains Tokens zu sammeln, um sein Ultimate zu triggern, ganz klar. Genau. So, also er hat gewürfelt, hat den Red Rains Tokens und danach würfelt er sein Verhalten aus. So, wir würfeln mal. Das wäre jetzt eine 6. Bei einer 6 steht hier, als Hauptaktion macht er Reveal und dann Attack with the Revealed Aspect. Okay. Das heißt, er deckt erstmal die linkeste Karte auf und dann würde er mit dem Aspekt, der gerade aufgedeckt wurde, angreifen. So, jetzt muss ich mal andere Gegner nehmen. Und zwar, was greift er denn an? Das steht dann immer auf diesem Symbol. Hier steht, er greift den Gegner, der am weitesten rechts ist von dir an. Ja, das heißt, habe ich jetzt hier zwei Gegner liegen, würde er diesen hier angreifen. Dann haben wir das hier. Die Mitte sagt, er greift den Phönixborn an, also mich im Endeffekt. Und dasselbe gibt es auch noch für links. Er greift den linkesten Gegner an. Ja, das heißt, das wäre der hier. Hätte ich jetzt keine Karte hier liegen, ja, und der würde rechts wählen, dann greift er logischerweise meinen Phönixborn an. Genau. So, der greift jetzt meinen Phönixborn an. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder ich sage, ich lasse den Schaden durch. Ja, der hat auch noch einen Effekt. Da steht hier. When this unit is declared as an attacker, deal one damage to all units and Phoenixborn the opposing player controls. Ist natürlich heftig. Das heißt, wenn er angreift, bekommen alle meine Einheiten einen Schaden. Das heißt, der würde sterben. Und mein Phoenixborn bekommt auch einen Schaden. Heftig, ne? Aber er greift jetzt eben an. Und ich habe jetzt die Möglichkeit zu blocken mit einer Einheit oder eben den Schaden durchzulassen. Blocke ich jetzt mit dem Fire Archer hier. Dann wird sein Schaden natürlich geblockt. Die beiden bekämpfen sich gegenseitig. Das heißt, er hat Attack 1, da haben wir Attack 1. Würde dann so aussehen, ich mache ihm einen Schaden und er wird mich töten, weil ich nur ein Life besitze. So, bei Gegnern ist es immer so, die haben natürlich oft mehr Leben als 1. Ja, hier zum Beispiel haben wir einen mit Life 4. Oder hier Attack 2. Zu dem Blatt kommen wir dann später. Wenn der vernichtet wird, hat das dann einen Effekt. Okay, der hat mich also angegriffen, das heißt, er wird erschöpft. Sprich, in dieser Runde wird der Chimera den hier nicht mehr aktivieren. Ja, und das wäre jetzt sein Zug. Dann bin ich wieder dran. Ja, sieh mir die Karten an, ist ja schon fast ein Let's Play. Leider habe ich da jetzt nicht viele Einheiten drauf. Und nehmen wir mal eine andere Kartenhand. Schummeln wir mal ein bisschen. So, weil ich habe mir da ein bisschen was zurechtgelegt. Ich habe da zum Beispiel einen Zauber, der sagt, ich kann allen Schaden, der einer Einheit oder der mir selber zugefügt wird, verhindern. Ah, das heißt, das ist ein Action-Spell. Den werfe ich ab. Kann jetzt natürlich das ausgeben. Und dann steht until start of your next turn. Ja, das ist natürlich richtig cool. Bis zum Start meines nächsten Zuges wird aller Schaden quasi verhindert. Könnte ich machen. Ich könnte aber auch hier zum Beispiel destroy target unit with one or more wound tokens on it. Ja, das könnte ich ausspielen. Das kostet mich aber hier diesen Teufelskopf, also der höchste Level meines Würfels. Gebe ich den aus, ja, erschöpfe ihn und spiel die Karte, der hat einen Schadensmarker drauf, dann könnte ich den hier zerstören. So, der wird dann natürlich auf den Discard-Pile gelegt. Jetzt passiert Folgendes: Wir haben hier einen Blutwert und dieser Blutwert wird sofort dem Chimera als Schaden zugefügt. Ja, das heißt, kill ich seine Einheiten, wird er auch Schaden bekommen. Und ich kann natürlich ihn selber auch angreifen mit meinen Einheiten. Wenn sie durchkommen, kann ich Schaden machen. Und mit Spells kann ich auch Schaden machen, denn er zählt als Phönixborn natürlich.
So, das wäre eine Hauptaktion gewesen. Als Nebenaktion könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich mache die Fähigkeit von Brennen Black laut, würde ihn jetzt erschöpfen, wenn er keine Marke hat. Gib ein Schwert aus. Ja. Destroy a unit you control. Könnte ich machen, müsste ich ihn zerstören, das tue ich aber nicht. Und könnte mir ihn wieder zurückholen. Na, wäre jetzt blöd. Ja, dieses teure Gespenst werden wir natürlich nicht zerstören. Ja, habe ich das zerstört, rutschen alle Karten nach links. Also die Karten müssen natürlich immer so angelegt werden, dass sie hier nachgeschoben werden. Ja, und dann ist der Phönixborn wieder dran. Er checkt, er hat verdeckte Einheiten, also wirft er einen Red Veins. Okay, hat er wieder einen Splitter mehr. Dann würfelt er sein Verhalten aus. Das ist eine 11. Eine 11 sagt, Raise one basic Rage Die one level und dann Reveal. Okay, das heißt, wir müssen einen Rage Die, du kannst sie auch so reinsetzen, theoretisch. Ja. Und er wird jetzt einen um einen Level erhöhen. Genau, und dann macht der Reveal, das heißt, er greift nicht an, außer die Einheit kann es, deckt eine Karte auf. Und dann lesen wir mal, hat die Karte einen Aufdeckeffekt? Nein. Sie hat Blutlust. After these units destroy a unit and open controls by attacking, place one Red Veins Token on the Chimera. Das ist heftig, ja. Also wenn der angreift und bei mir eine Einheit tötet, weil der greift Einheiten an, dann bekommt er einen Red Veins Marker. Das heißt, er ist seinem Ultimate wieder näher. Und Ultimate ist bei ihm 3 im Übrigen. Ja. Zum Ultimate später dann noch mehr. Ja, das machen wir dann am Ende. So, das war schon der Zug der Chimeras. Ja, dann bin ich wieder dran. Könnt ihr jetzt zum Beispiel den Black Cloud Ninja spielen? Den habe ich auch im Deck. Der kostet mich einen Basic Die. Und der sagt, wenn er als Angreifer deklariert wird, dann kann ich einen Gegner wählen, der muss dann einen Erschöpfungsmarker auf einen Ready Spell legen, auf einen unerschöpften seiner Wahl. So, jetzt kann der natürlich keine Wahl treffen, aber der Ultimate zählt als Ready Spell. Also wenn ich mit dem jetzt angreife, ja, ich habe meine Hauptaktion jetzt ausgespielt, also kann ich ihn nicht angreifen, aber nächste Runde, wenn ich mit dem angreifen würde, würde ich einen Erschöpfungsmarker drauflegen. Und diese Erschöpfungsmarker haben einen Effekt. Solange die oben liegen, ist sein Ultimate-Wert um 1 erhöht. Ja, das heißt, er führt den Ultimate nicht um 3 durch, sondern erst bei 4. Habe ich hier auch noch einen liegen, würde er ihn bei 5 machen. Da kannst du eben das Ganze ein bisschen rauszögern. Aber Achtung, jede Runde wird immer von jeder Karte eine Erschöpfungsmarke entfernt. Wie gesagt, ich könnte noch eine Nebenaktion durchführen, wenn ich hätte hier zum Beispiel, ja, meinen Discard-Pile nach einer Einheit durchsuchen, das könnte ich machen. Ja, gehe mal so einen Teufelswürfel ab. Brauche ich die Karte nicht erschöpfen? Nehme den Fire Archer wieder auf die Hand und füge meinem Phönixborn einen Schaden zu. So, dann wäre die Chimera wieder dran. Ja, machen wir noch einen Zug für die Chimera. Er hat noch verdeckte Einheiten. Würfelt also. Das ist nichts gewesen. Dann sein Verhaltenswürfel. Eine 3 sagt, Attack if able, if not revealed. So, wenn er jetzt angreift, dann greift er immer mit dem am linkesten verfügbaren Gegner an. Im Endeffekt ist es der hier, er ist nicht erschöpft, er ist aufgedeckt. Dann würde er jetzt angreifen. Attack 4, 3 Leben, 3 Blut. Das ist natürlich heftig, ja. Da könnte ich jetzt mit dem Schreckgespenst blocken, was ich auch machen würde. Dann bekommt Schreckgespenst, ich nehme da jetzt einen Würfel von mir, 4 Schadensmarker drauf und der bekommt Angriff für Schadensmarker, die er hat. Das heißt, der hat jetzt aktuell dann 5 Angriff und er fügt ihm auch einen Schaden zu. Zerstört hat er mich nicht, ihr seht, der Schreckgespenst ist natürlich relativ stark, hat 6 Leben, ja, und der wird auch erschöpft. Mein Schreckgespenst, weil es geblockt hat, ist natürlich auch erschöpft. Ja, das wäre der Zug von Red Rains. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass er hier alles aufgedeckt hat. Dann ist Red Rains, dann ist Chimera an der Reihe. Wenn das jetzt der Fall ist,
dann würfelt er diese Würfel hier nicht mehr. Er macht nur mehr seinen Verhaltenswürfel. Das ist ganz wichtig. Das ist mir am Anfang oft passiert, dass ich diese mitgewürfelt habe. Nein, das würde dann zu schnell gehen. Ist alles offen, würfelt er sein Verhaltenswürfel. Übrigens, hier haben wir Defender. Das heißt, wenn der jetzt angegriffen würde von mir, dann muss er versuchen, ihn zu verteidigen. Das heißt, ich muss ihn angreifen, wenn er nicht erschöpft ist. Ja. Und zusätzlich, der hat eine ziemlich gemeine Fähigkeit, ist ein Klassiker, ja. Er verhindert allen Schaden, den er bekommt, bis auf einen. Auf jeden Fall, das ist ein Defender und Defender versuchen immer zu verteidigen. Ja, auch wenn du einen Phönixborn angreifst, wird versuchen der Defender das zu verteidigen. So, jetzt ist alles offen. Ich würfle einfach nur. Ja, da steht 12. Place one Red Rains Token an die Chimera und Reveal. Ja, also Reveal kann er nicht mehr machen, aber er platziert einen Red Rains Token auf Chimera. So einfach ist er jetzt an so einen Red Rains Tokens gekommen. Das ist natürlich schlecht. Ja, und das geht jetzt so lange, bis beide Spieler gepasst haben. Ja, ich passe, kann aber dann noch Nebenaktionen durchführen. Chimera würde passen, wenn er auch nicht mehr angreifen kann. Ja, das heißt, alle sind erschöpft bei ihm, dann würde er auch passen. Und wenn wir beide hintereinander gepasst haben, ist der Zug vorbei. Ja, und dann ist wirklich ganz einfach, was dann passiert, ist halt, es werden von jeder Karte ein Erschöpfungsmarker entfernt. Ja, das Übliche halt, dann werden die Karten hier wieder refreshed, das heißt, er füllt wieder auf. Was ich dann noch mache, ist auch klar, ich werde neue Karten nachziehen, kann Karten abwerfen, die ich in der Hand nicht brauche und so weiter und so fort, wird alles resettet. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Wichtig, der Startspieler wird auch gewechselt. Ja, das heißt, er ist dann Startspieler und beginnt dann mit seinem Zug. So, jetzt wollt ihr noch wissen, was passiert beim Ultimate. Ja, haben wir jetzt bei ihm zum Beispiel ohne Erschöpfungsmarker mindestens 3 drauf, wird er 3 entfernen. Dann seinen Ultimate durchführen. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Die sind natürlich stärker, je mehr Stufe dann man voranschreitet. Also hier steht, remove all Red Rains Tokens from the Chimera equal to its value, haben wir gemacht. Dann discard all cards from the Chimera's Battlefield that it does not own. Das ist wichtig, denn vor allem sehr gemein. Es gibt ja auch Spells. Ich habe da gerade keinen. Muss ich gucken, ich glaube, einen habe ich drin. Oder 2 Stück davon. Der gibt eine Einheit. Der hier. Es gibt eine Alteration Spell, ich sage immer Verzauberung dazu. Den lege ich einen Gegner an, dann hat er Attack minus 3. Dann würde der hier eben ja, keinen Schaden mehr machen. Und jetzt macht er eben beim Ultimate, und das macht er immer, er entfernt alle Karten in seiner Auslage, die nicht ihm gehören. Ja, das heißt, habe ich das gerade gespielt und kommt das dumme Ultimate, ist die Karte weg. Da steht, deal one damage to all units and Phoenix Spawns, the Chimera's Opponent's Control. Ja, das heißt, alle Einheiten bekommen einen Schaden, auch mit Phoenix Spawn. Dann wird diese Karte entfernt und die oberste Behavior-Karte, Verhaltenskarte natürlich auch. Ja. Das heißt, die beiden kommen weg. Und wir haben dann leicht veränderte Verhaltenskarten und leicht veränderte Ultimate-Karten. Und die werden dann natürlich dann schon heftiger. Ja. Also da fängt er dann gleich an, direkt Schaden zu machen und so weiter und so fort. Hier raise two basic rage die on one level und so weiter und so fort. Also ich finde auch, der leichte Standard-Level ist gar nicht so einfach und es kommt auch darauf an, welchen Phoenix-Board man gewählt hat, ganz, ganz klar. Genau. Ja, ich meine, das wäre es im Endeffekt. Ja, so geht das Spiel so lange hin und her, ist ein Phönixborn hinüber oder eben der Chimera ist besiegt. Ja, und so funktioniert das Spiel. Und das hat mich überrascht. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr lustige
Solo-Modul, das hier für Ashes dazugekommen ist, erstmal nur ein Gegner. Wichtig wäre noch, bevor ich es vergesse, ich habe einen Gegner da eigentlich vorbereitet, den ich euch zeigen wollte, um euch noch einen Aspekt des Spiels zu zeigen. Das wäre der hier. Ja, es gibt ja auch so Fähigkeiten in grünen Textboxen und da sieht man dann zwei Punkte. Ja, hier, wenn der im Spiel ist, bekommt er dann zwei so Aktivierungsmarker. Und wenn der jetzt dran ist, at the start of the Chimera's turn, ja, ich bin fertig, er ist dran, entfernt er eine Marke. Und hier steht zum Beispiel, remove one status token from this unit to reroll all basic rage die. Ja, der ist heftig, der Typ. Hat nur zwei Attacke, zwei Leben und Blut 1, aber würde es so aussehen, na, dann würfelt der jede Runde, wenn sein Zug beginnt, diese Würfel, hier ein Treffer. Und das kann er zweimal machen. Ja, ist jetzt wieder Chimera dran, tut das wieder weg, würfelt wieder. Also das ist wirklich eine coole Komponente, die man hier eingebaut hat. Und da gibt es natürlich noch ein paar mit diesen grünen Textboxen und die Interaktion mit den Würfeln. Das ist sehr cool. Das heißt, du kommst immer in die Bredouille, will ich den jetzt gleich wegmachen, weil das ist ja Wahnsinn. Ja? Oder der hier, Attack 4, Life 3, Blood 2, wie bekomme ich den hier weg? Das ist richtig geil gemacht. Ja? Also richtig toll. Das Ganze noch, wenn ihr zu zweit spielt, dann hat jeder so einen Spielaufbau vor sich. Ja, ihr müsst euch das einfach nur mal spiegeln. Ja, das heißt, so wie es aussieht hier, sieht es dann auch bei meiner Frau im Endeffekt aus, hier drüben, ja, auf der anderen Seite. Und ich kann dann auch Schaden auf ihre Gegner machen und sie kann auch Schaden auf meine Gegner machen. Ja, der Gegner ist dann natürlich stärker, wir drehen die Karte um und ja, hat dann auch mehr Leben. Eins noch, bevor ich es vergessen habe, ein witziger Aspekt ist noch dazu, wenn der jetzt keine Karten mehr hat, dann ist es so, ihr habt hier die Fatigue-Karte und die ist auch entweder ein- oder zweispielerfähig. Und da steht dann drauf, ja, Chimera wird im Endeffekt erschöpft, wenn er keine Karten mehr hat. After one or more cards are discarded off the top of its draw pile, place one wound token on the Chimera for each discarded card. Ja, schon richtig. Ist das so, wenn der dann Karten ziehen müsste und er kann aber nicht mehr, ja, dann bekommt er einen Wundtoken. Das ist dasselbe System wie hier, das habe ich vorher nicht erklärt. Wenn dein Deck aus ist und du müsstest Karten nachziehen auf 5, ja, dann bekommst du Schaden. Wenn der Einheiten auslegen würde, bekommt er Schaden, weil er keine Karten mehr ziehen kann. Also auch so kann man es machen, wenn sich das Ganze dann in die Länge zieht, dass man das schafft, dass er sich dann selber wehtut. Er ist quasi erschöpft. Wenn man aber jetzt zu zweit spielt, dann wird die Fatigue-Karte erstmal so hingelegt, das Deck ist leer, wird dann neu gemischt, dann wird die Karte umgedreht, darunter gelegt und erst beim zweiten Mal wird dieses Deck dann nicht mehr neu gemischt und er bekommt den Schaden, wenn er Karten ziehen muss. Ja, natürlich, wenn man zu zweit spielt, gehen logischerweise die doppelte Anzahl an Karten weg. Und dadurch darf er dann einmal neu mischen im Endeffekt und neu ziehen. Wichtig auch noch, Area of Effect, das heißt im Endeffekt mache ich einen Zauberspruch, der sagt, alle gegnerischen Einheiten bekommen einen Schaden. Dann betrifft das nur meine Linie, ja, und nicht die meines Mitspielers auch noch dazu. Das heißt, so Schaden, die auf alle Gegner gehen, betrifft dann auch nur meine Zone. Aber ich könnte direkt Schaden natürlich auch bei meinem Mitspieler drüben auf seine Gegner schießen. Ja. Und so versucht ihr dann beide, den runter zu boxen. Und das macht durchaus sehr viel Spaß. Ich bin da echt sehr positiv überrascht davon. Hat mich echt gefreut, das zu testen. Und ich würde sagen, wir gehen dann zum Fazit und ich hoffe, ihr seid da auch dabei. Bis gleich.